Ah, wir wollten ja schlafen. Scheiße. Ja, dann klau die doch rein. War hier nicht irgendwo eine Matratze? Nein! Nein! Scheiße! Sammel ich eben Pilze. Ah. Hätte ich mal nicht die Pilze gesammelt. Mmh. Lecker. Anytime now. Gut, weil ich so den Wunsch danach hege, kurz mein Level aufzusteigen. Und wir endlich mal Stufe 4 sind. Ich muss kurz zurückgehen und werde mal... Was willst du? Oh. Sprich, Bürger! Fralaf, der Fälscher. Hail! Ja. Nam nam. Achso, ich dachte gerade. Hä? Hä? Wo bin ich denn hier? Oh, ich bin auf der falschen Seite. Oh nein. Ach genau, das war da vorne. Das ist doch eine Ewigkeit her, ey. Du bist ja voll auf dem Laufenden, du Frosch. Cool, jetzt kann ich mich in Lockmys Haus gemütlich machen. Boah, was für ein Privileg. Gut, das ist schon mal unser Haus jetzt, ne? Lockmys Haus. Ich kann sogar schlafen, ne? Geil. Strength, wie immer. Strength. Was machen wir noch? Das bringt's. Und. Das bringt's. Gut. Boah, ich dachte gerade, das Spiel kratzt ab. Hä? Wäre das denn geil gewesen? Hä? Wäre das geil gewesen? Ja, klar wäre es geil gewesen. Wie das geil gewesen wäre. Ist ja so geil gewesen, dass ich... Das heißt man ganz im Schnellspeicher. Ist ja so geil gewesen, da hätte nichts mithalten können. Nicht mal der Tod von Felian hier, der mir sein Haus beschafft hat. Oder das Haus von dem... Von seinem Vorbesitzer. Lorgmir. Den er einfach so hinterrücks ermordet hat. Ich würde sowas niemals machen. Könnte ich mir gar nicht vorstellen, sowas zu machen. Ist doch voll grausam. So, jetzt aber hier. Damit wir endlich mal was verkaufen. Ich hoffe, jetzt ist nicht auf einmal wieder dunkel. Naja, ist aber dunkler als sonst, ne? How are you? Great. The King and Queen Tavern isn't a bad place to stay. Stimmt, bei Gelegenheit könnten wir mal die ganzen Sachen hier durchsuchen und hier einfach alles rauskramen, was in den Dingern ist. Aber da ich ja hier ein Let's Play mache und euch nicht von der Süße der Langeweile kosten lassen möchte, verkaufe ich jetzt einfach den Kram, den wir schon haben. You've come to divine elegance because you care about what you wear. And Pelloneria has what you want, or no one has. Felian, hä? Ist das nicht schon lange tot? Ah, erzähl uns trotzdem über Felian. Felian, yes, I know who he is, but I'm really not in the habit of discussing such things with strangers. Hä, Lebuk. Can I interest you in some of my wares? No, I can interest you. Hier kriegst du das. Ja, ja, ja. Das kriegst du, glaub mir. Das kriegst du auch. Ah ja, das kriegst du auch. Das verkaufe ich woanders. Tell your friends about me. Nope. You too. YouTube. Verstehe ich immer. Aus irgendeinem Grund. I see you're a follower of the Grey Fox too. Sag's mal ein bisschen lauter! Leute, guck mal! Ich arbeite für den Graufuchs, hat sie gesagt. Los! Los! Komm, verbeugt euch vor mir.
Auf den Boden mit euch! Ich bin was Besseres als ihr. Mensch, die ist ja auch. Hey, du da drüben! Du bist also auch ein Follower of the Grey Fox, ne? Ja, die Alte hier ist bestimmt so taub, die hört das gar nicht. Ja, ne, der Graufuchs ist echt so ein echt streng riechender Kerl. Egal. Aber die Unterhaltung wollte gerade einfach nicht gut klappen. Ich weiß nicht, wie ich das mit ihrer Beziehung, mit meiner Beziehung zu ihr weitermache. Gut, hier wollte ich rein. Damit ich jetzt mal kurz den komischen sämtlichen Necklaces verkaufe. Was? Have a look at my wares. Netter Mann. I'm sure there's something to suit you. Nö. Gut. Brauche ich das noch und wie ich das brauche? Ist sogar ziemlich geil. Resist Fire. Ich lasse die mal noch da. Den Silver Nugget kann ich verkaufen. Die brauchen wir noch. Da habe ich nämlich ein geiles Schwert draus machen. Das wird nämlich richtig fett. Ein Blumenstrauß. Der bringt mir sowieso nichts ein. Also. Gut, dann. Ach, aber nein. So schnell kommst du mir nicht davon. Oh, ich könnte handeln, aber ich habe keine Lust. Weil es immer so ewig hinzieht. Gut, dann verkaufe ich jetzt mal einen von den Wolfspelzen. Oder zwei gleich. Ach, 10 Gold. Oh, das ist nicht so viel. Nicht gleich so viel Geld. So gut. Aber was man noch machen könnte, ich weiß gar nicht, wo waren das. Was man noch machen könnte, ist ein bisschen Tränke verkaufen. Und dann müsste ich mich ja bald hier in dem alten Haus davon Felian einlisten, damit ich nicht mehr den Kling auf dem Senkel stehen muss. Ja. Genau, die vergoldete Karaffe. So, und hier verkaufe ich jetzt mal kurz was. Boah, das ist ein guter Platz zum Einbrechen, würde ich mal sagen. Das ist mehr als ein guter Platz zum Einbrechen. Das ist ein fantastischer Platz zum Einbrechen. Gut, ich glaube, werd mal irgendwann eine Aufnahme machen, wo ich einfach nur einbreche. Und ich überall. Far more than Thorinir would ever have, despite his horrid business ethics. Ninwurz. Ah, erzähl mir einfach was. Good luck with your field work for Sindarin. Alter, das war's schon. Na gut, dann erzähl mir mehr über Thorinir. That guy is gonna run me out of business soon. His prices are so low. I don't know how he does it. I think he's up to something. If you're interested, you should head over to Jensine's Good as New merchandise. She heads up a committee that is trying to investigate him. Okay. Gut, dann werde ich mal sonst jetzt erstmal die Tränke verkaufen. I'm sure there's something to suit you. Also, was jetzt richtig dumm wäre, wenn ich jetzt hier von denen hier was kaufe, weil ich die in der Magiergilde bekomme. Aber da die schön viel wiegen, werde ich die, doch, ich werde die holen. Das kann ich wegpacken. You drop. Kann ich auch wegpacken. That's a fair deal. Das kann ich da lassen. Das kann ich auch da lassen. Da. Ach, die beiden reichen. Dann nehme ich das hier weg. Die 7 reichen. Nehme ich das hier weg. Dann nehme ich das weg. You've made a good bit of. Das nehme ich auch alles 3 weg. Dann kriegt man schön Geld, weil ich ja 206 Geld habe, wie ihr alle wisst. Restore
Telepathik. Nee, brauche ich nicht. Das brauche ich noch. Das brauche ich auch nicht mehr. Und Turbo-Teilen behalten wir natürlich.